Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich mal mit dir den Impuls teilen. Da, wo du jetzt bist du jetzt auch richtig. Dieser Ort ist wichtig für dich und deine Entwicklung. Ich finde, dass diese Aussage extrem wichtig ist, wenn man noch sehr stark in der Opferhaltung ist, wenn man noch sehr stark daran zweifelt, ob das Leben es gut mit einem meint, wenn man vielleicht noch in einem Leben ist, wo noch mehr schlecht als recht läuft, wenn man vielleicht noch wo steht, wo man sagt, alles läuft irgendwie schief, alles ist scheiße, ich bin vielleicht krank, ich habe 1000 Krisen, nichts läuft, auf keiner Ebene bin ich da, wo ich wirklich sein möchte oder glücklich oder zufrieden oder nicht mal ansatzweise irgendwie happy. Und ich finde, dass diese Einstellung extrem stark hilft, Vertrauen in die derzeitige Situation zu entwickeln. Also in meinem Leben war es extrem schwierig, da wo ich war. Und ich hatte ganz, ganz viele Herausforderungen gleichzeitig. Und in meinem Leben war kein Bereich so, dass ich sagen konnte, hey, das ist schön, da kann ich mich zurücklehnen, das ist alles total flauschig. Also es gab wirklich extrem viele Baustellen. Ich würde jetzt nicht sagen alle, weil jeder Mensch hat auch Sachen, die irgendwie kein Thema sind, aber in dem Leben, wo ich jetzt war, in der Blase, wo ich gelebt habe, da war es einfach in den Jahren extrem schwer, weil alle Bereiche, die ich eigentlich hatte, waren auch Probleme. Also so ungefähr alle Bereiche, die irgendwie wichtig gewesen wären, waren auch nicht gut und nicht gesund. Also sei es Beruf, sei es Beziehungen, sei es Gesundheit, Finanzen, sei es wo ich wohne, und so weiter und so fort. Also da gab es einfach extrem viele Hauptbaustellen quasi. Und die krasseste Baustelle war einfach meine eigene Beziehung zu mir selber, weil dadurch, dass die Beziehung zu mir selber einfach nicht mehr gesund war, hast du natürlich umso mehr Probleme in allen Bereichen deines Lebens, weil von deiner eigenen Selbstliebe, deinem eigenen Selbstwert alle Bereiche sich in deinem Leben aufbauen. Und wenn natürlich die Beziehung ungesund ist und man Depressionen hat und man eben in der Abwärtsspirale quasi lebt, dann ist es umso schwieriger, da wieder rauszukommen, wenn alle Bereiche um dich herum dir die ganze Zeit spiegeln, dass etwas absolut nicht in Ordnung ist. Und ich habe da auch oft echt verzweifelt irgendwo gesessen und habe mir gedacht, wie soll ich das je schaffen? Und alles ist scheiße, wie soll denn das, was da jetzt ist, richtig sein? Und mir hat es dann einfach extrem geholfen, dass ich solche Momente und solche Situationen genutzt habe und mir gesagt habe, Marina, alles, was jetzt gerade da ist, ist richtig. Und richtig heißt nicht gut, richtig heißt auch nicht schön, aber richtig heißt, dass ich jetzt gerade die Situation dafür nutzen kann, um etwas ganz Wichtiges darin zu lernen, um mir vielleicht mehr wert zu sein, um meine eigene Meinung zu entwickeln, meine eigenen Erfahrungen zu machen, um mir klar zu werden darüber, was ich will und was ich nicht will, damit ich mich, meine Bedürfnisse, meine Werte entdecke, damit ich meine Grenzen setzen lerne, damit ich einfach erkenne, wer ich wirklich sein möchte, wer ich wirklich bin, dass ich wertvoll bin, dass ich liebenswert bin, dass ich es wert bin, Grenzen zu setzen. Also lauter so Geschichten, einfach wo man sagt, es ist gerade alles total scheiße, aber ich nutze trotzdem die Situation und lerne zu meinem Besten dazu und schau, was ich machen kann in der Situation. Und ich finde, das hat mich so irgendwie gerettet in dem Moment, dass ich mir gesagt habe, okay, es ist zwar jetzt alles blöd und ich kann eigentlich auch gar nicht mehr und es ist total anstrengend, aber ich versuche jetzt, so gut ich es kann, dem Leben zu vertrauen, dass die Situation mir geschickt wird, damit ich wachse, damit ich heranreife, damit ich etwas für mich erkenne. Und ich habe einfach in mir drinnen etwas gespürt, das gesagt hat, das Leben liebt mich. Und auch wenn alles jetzt blöd ausschaut, das Leben liebt mich. Und es schickt mir die Situation nicht, weil es böse ist und nicht, weil es mir etwas Schlechtes mag, sondern es schickt mir die Situation, damit ich etwas Wichtiges lerne, das für mein späteres Leben wichtig ist und Auswirkungen hat, die ich dann später erst verstehen werde. Und diese Einstellung hat mir so sehr geholfen, durch diese schwere Zeit durchzugehen und zu sagen, ich kämpfe weiter, ich mache weiter, ich lerne weiter, ich wachse weiter. Und ich wollte dir das heute einfach mal mit auf den Weg geben, damit du das auch
vielleicht beherzigen kannst, wenn du in einer schwierigen Situation bist oder auch so eine schwierige Lebensphase hast oder auch vielleicht krank bist und wirklich alles danach ausschaut, als würde dich das Leben nicht mehr lieben und irgendwie alles dunkelschwarz ist und du das Gefühl hast, es läuft wirklich auf allen Ebenen irgendwie schief, die ich in meinem Leben habe, also in allen Bereichen, die man so hat. Jeder hat ja andere, aber es gibt auch welche, die sind bei uns allen gleich, wie Gesundheit oder Finanzen oder Beziehungen oder sowas, das haben wir ja alle. Und einfach, dass du sagst, hey, ich probiere jetzt auch mal aus, dass ich so in mir drinnen so ein tiefes Vertrauen finde und dass ich irgendwo wieder daran glaube, dass mich das Leben liebt, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Und dass das Leben mir diese Krisen schickt und diese Dinge, weil ich wachsen möchte, weil ich aus meiner alten Schale raus möchte und weil ich ein neuer Mensch werden möchte und weil meine Seele auch möchte, dass ich als Persönlichkeit heranwachse, dass ich aus einem alten Ich in ein neues Ich geboren werden kann. Und ich vertraue da jetzt drauf und gebe mein Bestes und wachse und lerne und reife. Und glaub mir, diese Einstellung, die gibt einem so viel Kraft und so viel Durchhaltevermögen, dass man wirklich es schafft, die Krise zu durchstehen und nicht aufzugeben und immer weiter Schritt für Schritt zu gehen. Und auch wirklich mit dem Bewusstsein heranzugehen, dass man nicht in der Opferhaltung hängen bleibt und sagt, ja, ich bin halt das arme Opfer, das jetzt diese ganzen Krisen hat, sondern dass du so Schöpfer deines Lebens wirst und sagst, egal, was jetzt um mich herum passiert, was kann ich in der Situation lernen, dass du bereit bist zu lernen und zu wachsen, dass du sagst, okay, was will mir das Leben jetzt damit sagen, was könnte ich darin lernen, was könnte ich da für mich jetzt erkennen durch die Situation, was könnte ich anders machen, wo könnte ich anders reagieren, wo habe ich etwas Negatives vielleicht gedacht, wo habe ich für mich irgendwie gehandelt, dass es nicht meinem Herzen entsprochen war. Und dass du immer wieder hergehst und sagst, was kann ich in der Situation lernen, die mir jetzt widerfahren ist. Und das hilft enorm viel in solchen Krisenzeiten unseres Lebens, dass wir wachsen und dass unsere Seele auch ja, merkt, hey, dieser Mensch ist wirklich bereit zu wachsen. Er ist bereit, seine Aufgaben zu sehen und seine Wachstumsschritte zu erkennen und seine Verantwortung auch dafür zu übernehmen und dann wird es alles besser und leichter durch diese neue Haltung und nicht einfach zu sagen, ich bleibe irgendwie in der Opferenergie hängen. Und diese Impulse wollte ich heute mal mit dir teilen, weil mir das einfach so viel geholfen hat in diesen Zeiten. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude beim Reflektieren für dich selbst und dass du etwas mitnehmen kannst für dich und für dein Leben. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.